Für die Damen des BASF Tennis Club aus Ludwigshafen, da ging es am Wochenende um alles oder nichts. Zwei Siege mussten her, damit man auch in Zukunft in der zweiten Bundesliga spielen wird. Es war also ordentlich Dampf auf dem Kessel, ordentlich Druck. Aber die Ludwigshafenerinnen, die sind ganz ruhig und vor allen Dingen eiskalt geblieben. Am Freitag konnte die Mannschaft von Trainer Steffen Neutert bereits mit einem 8:1-Sieg gegen den TC Aschheim ins Wochenende starten. Danach dann der Jubel umso größer, denn gestern gewann der BASF Tennis Club mit 9:0 gegen den Gegner aus dem bayerischen Mann. Durch die Ergebnisse steht jetzt fest, auch kommende Saison werden die Mädels aus Ludwigshafen in der zweiten Bundesliga auflaufen. Also von hier erstmal herzlichen Glückwunsch. Und mein Kollege Chris Vogel, der hat heute mit Trainer Steffen Neutert über den Tag danach, wo mit Sicherheit ordentlich gefeiert wurde, gesprochen. Herr Neutert, haben Sie den Klassenerhalt ordentlich gefeiert? Wir haben gestern nach dem letzten Doppel dann in sehr entspannter Runde noch das ein oder andere Getränk zu uns genommen und waren sehr, sehr happy, das Wochenende so abgeschlossen zu haben. Fassen Sie gerne mal Ihre Emotionen zusammen. Wie groß war die Anspannung vor dem Wochenende und wie erleichtert waren Sie denn danach? Die Anspannung war definitiv bei allen Beteiligten vom Organisationsteam, aber auch bei den Spielerinnen, bei mir als Trainer definitiv zu spüren. Ging um viel. Wir wussten, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind und auf dem Papier auch vorne sind. Aber am Ende muss jedes Match gespielt werden. Deswegen waren wir sehr froh, dass es dann an beiden Tagen so deutlich wurde. Vor Freitag hatten Sie erst einen Spieltag gewinnen können, jetzt gleich zwei in Folge. Wie haben Sie dieses Wunder geschafft? Ich glaube, also es war jetzt kein Wunder. Wir haben aus den ersten 5 Spieltagen 4-mal wirklich sehr, sehr knapp und ärgerlich verloren. Im Prinzip alles über die Match-Tiebreaks. Heißt, wir waren eigentlich die ganze Saison sehr wettbewerbsfähig, aber hat ein kleines bisschen das Glück gefehlt. Da mal vielleicht ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter, dass wir in die Halle mussten. Wir wussten, dass wir von der Mannschaft her vorne dabei sind. Haben leider die nötigen Punkte nicht frühzeitig eingefahren, mussten daher am letzten Wochenende ein bisschen zittern. Wo waren die größten Baustellen während der Saison und was muss sich vielleicht daran auch ändern? Wie schon angesprochen, die Match-Tiebreaks. Also wir hatten in den ersten 5 Spielen eine sehr, sehr schlechte Match-Tiebreak-Quote und haben alle 4 Spiele über die Match-Tiebreaks auch tatsächlich verloren. Es ist schwierig zu trainieren, weil da geht es von einem Netzroller über eine falsche Entscheidung. Das ist ein bisschen Lotterie, ein bisschen Glücksspiel. Ich glaube, grundsätzlich sind wir gut aufgestellt. Nächstes Jahr vielleicht gerade in den ersten Spielen nochmal einen Tick besser aufstellen, also einen Tick stärker und dann am Anfang 2, 3 Spiele gewinnen und dann wird man in der Regel auch locker durch die Saison gehen. Und wie geht es jetzt für Sie und die Mannschaft in den kommenden Wochen weiter? Wir spielen jetzt die nächsten 3 Wochen noch mit unserer zweiten Mannschaft in der Oberliga, also 4. Liga in Deutschland. Und wenn die zweite Mannschaft fertig ist, geht es dann im Prinzip direkt wieder über in die Kaderplanung für nächstes Jahr. Die Mädels selbst sind jetzt dann wieder mehr auf Turnieren unterwegs. Und wir haben gestern schon die ersten Vertragsgespräche für 2025 geführt, dadurch, dass wir jetzt ja sicher wissen, wieder Bundesliga zu spielen. Und dann geht im Prinzip der Alltag sozusagen jetzt wieder los. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Neutert. Dankeschön.